Hallo und herzlich willkommen zurück zu Seppo Plays Don't Starve. Der Winter ist fast vorbei, das macht mich sehr glücklich. Als allererstes will ich jetzt mal kochen. Das habe ich ja beim letzten Mal angedeutet, dass ich mich jetzt ein wenig ums Kochen kümmern werde. So, und ich werde hier vor allem Sachen mit Monster Meat und Gemüse kochen. Das müsste ja irgendwas zumindest werden. Ja, und wir haben jetzt endlich wieder so, naja, es ist noch nicht wirklich Frühling, aber es ist nicht mehr wirklich Winter. Deswegen bin ich mir da gar nicht mal so sicher. Ja. Was wir denn gerade für eine Jahreszeit so wirklich haben. Ich wollte zwei Hasen töten auf jeden Fall. Um die Hasen, ja, stirb. Und du auch. Um die Hasen hier aufzuhängen, um die zu trocknen. Und dann, ach so, habe ich das andere gar nicht gestartet, hier zum Kochen. Naja, und dann die nächsten paar Tage würde ich doch gerne irgendwann mal den Adventure-Modus finden. Das heißt, ich muss mir da noch ein bisschen weiter suchen. Und ich bin mir gerade gar nicht sicher. Es gibt ja einen Adventure-Modus. Und es gibt auch, man könnte auch quasi eine neue Welt, also eine neue Welt quasi gehen, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, das heißt, die nächsten paar Tage werde ich erstmal darum kümmern. Also ich warte erstmal wieder quasi darauf, dass Sommer ist. In der Zwischenzeit werde ich ein paar Bäume pflanzen. Das wollte ich auch noch unbedingt machen. Das werde ich hier so machen, denke ich erstmal. Warten, bis die ein bisschen größer sind, bevor ich die wieder abholze. Sonst bekomme ich wieder das Problem, dass ich dann neue Bäume irgendwo sammeln muss. Also ich hätte nach wie vor gerne die nächste Stufe der Tech. Aber ich würde auch gerne in den Adventure-Modus gehen. Ich bin mir momentan gerade gar nicht sicher, also ob der Adventure-Modus dediziert ist. Also ob wir quasi... Also ob der Adventure-Modus das gleiche ist wie in eine neue Welt gehen. Und ob ich diese Teile da oben überhaupt brauche, um in den Adventure-Modus zu kommen oder nicht. Oder ob man die Teile braucht und dann zur Tür geht, um damit in den Adventure-Modus zu kommen. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, aber ich werde da vielleicht nochmal nachgucken. Weiß ich noch nicht. Mal schauen. Jetzt pflanzen wir erstmal hier einen kleinen Wald. Und es ist kalt. Ja, noch. Noch ist eben Winter, weil die Nächte noch lange sind. Aber kann es sein, dass die Abendphase schon kürzer geworden ist? Dass das jetzt hier quasi schon Übergangsphase ist? Oh, und ich sehe gerade, wir haben das Ding hier aufgebraucht. Bin ich ja gerade kein Fan von, dass das schon weg ist jetzt. Das heißt, wir müssen gleich mal gucken, ob wir das wieder herstellen können. Nicht gut. Naja. Also die Hasenfalle, ob wir da neue Hasenfallen bauen können und damit wir dann nach wie vor Hasenfleisch haben, das ist ja eine meiner, ich sag mal, Hauptressourcen. Das wird sich vielleicht noch ändern, aber weiß ich nicht hundertprozentig, ob sich das großartig ändern wird. So, ich könnte mal die ganzen Sachen hier ordnen. Wir haben ja eigentlich genug Kisten. Dann mache ich doch einfach mal die Kiste hier unten für alles, was das irgendwie mit Holz zu tun hat. Und ansonsten... Weiß ich noch gar nicht. Ja, wie gesagt, heute werde ich noch so ein bisschen organisieren. Ich werde wahrscheinlich noch ein bisschen Gras sammeln gehen. Und dann in den nächsten paar Tagen ist wieder eingeplant, erkunden zu gehen, weil ich ja eben unbedingt den Rest finden will. Und ich brauche auch noch Gears. Das heißt, ich brauche Gears und ich brauche... Ja, genau, den Ausgang hier aus dieser Welt, um so zu sagen. Irgendwie nicht so schön. Ach ja, und ich will außerdem weitere Felder bauen und B-Boxen. Das heißt... Ja, ich gehe erstmal Gras sammeln, glaube ich. Das ist, glaube ich, nicht die falscheste Idee. Hier oben müsste ja eigentlich Gras sein. Meine Sanity ist auch irgendwie ein bisschen niedrig gerade. Und ich habe von allen Werten ein bisschen was verloren. Ich weiß gar nicht mehr, warum. So wirklich. Und ich glaube, die sind aber gerade nicht böse, oder? Seid ihr gerade böse? Hallo? Seid ihr nette Büffel? Ja, seid ihr nette Büffel. Der eine hat mir gerade seinen Arsch hergestreckt und deswegen weiß ich, dass er nett ist. Ja, ich weiß nicht, ich traue dieser Übergangsphase immer nicht so wirklich. Ach, da oben haben wir schon alles gesammelt gehabt. Also das muss ja vor ewigen Zeiten gewesen sein, als ich hier das letzte Mal war. Das ist schon irgendwie komisch. Und ich höre hier auch Bienen. Ach, hier ist sogar eine rote Biene. Hallo. Ja, geh mal weg von mir bitte. Ich werde dir auch nichts tun. Na gut, jetzt hätte ich sie gekillt, aber jetzt wollte sie nicht mehr. Ja, leider keinen Honig bekommen, dann hätten wir jetzt nämlich nochmal kochen können.
Ja, ich weiß, dass du hungrig bist. Aber ich habe gerade leider nichts zu essen für dich. Es tut mir ja sehr leid. Aber, ach, vielleicht ist der Busch da unten. Nee, der ist natürlich auch nicht nachgewachsen. Frechheit, Frechheit, Frechheit. Ach, wir haben eigentlich gerade nichts zu essen auch irgendwie. Irgendwie läuft es gerade nicht so gut. Ich wünschte, es wäre schon Sommer. Aber ich glaube, am nächsten Tag können wir uns eigentlich schon mal B-Dinger machen und dann auch gleich losgehen. Dafür nehme ich mir erstmal Holz mit. So. Gut, dann... Ach, unser... Das ist wieder gesprießt, kann das sein? Oder sind es hier einfach die ganzen Bäume? Ich glaube, es sind einfach die ganzen Bäume, die hier gerade sprießen. Gut, dann muss ich da irgendwann mal abholzen gehen. Aber es wird nicht mehr in dem Part passieren. Das werde ich eher auf einen anderen Part verlegen. Ich könnte hier natürlich auch Monster-Lasagne kochen. Wissentlich, dass ich Monster-Lasagne koche. Ist vielleicht nicht der beste Plan, aber whatever. So, jetzt will ich unbedingt hier... Nee, keine Bird Trap. Interessiert mich gerade weniger. Wo ist denn hier... ist das hier nicht unter Survival? Ist das unter... Also eigentlich, was ich gerade suche, ist dieses Fangnetz. Aber ich sehe es gerade nicht. Ich müsste doch alles dabei haben. Dafür braucht man doch... Ach, Seile braucht man dafür auch. Okay, wusste ich nicht. Dann mache ich mir direkt mal zwei Fangnetze. Und dann werde ich Bienen fangen gehen. Das ist zumindest geplant. So, wo ist das andere Fangnetz? Fangnetz? Ach, hier. Okay, den Rest, den wir dann nicht brauchen, werde ich dann mal weglegen. Und dann am nächsten Tag direkt losgehen, um Bienen zu fangen. Damit können wir auch alles nichts anfangen. Das könnten wir vielleicht mal zusammenstecken. Achso, jetzt ist es in der Hasenkiste gelandet. Und ich könnte mich auch mal rasieren. Ich weiß aber leider nicht, ob mein Bart schon die höchste Stufe wieder ist oder nicht. Das ist ein bisschen ärgerlich. Also ich weiß leider nicht, was für eine Bartstufe ich gerade habe. Wenn ich mich nämlich jetzt rasiere und das noch nicht der größte Bart ist, dann verliere ich quasi Barthaare, die ich bekommen würde, wenn ich noch ein bisschen warte. Und das ist echt viel, was man da eigentlich verliert. Wobei, wir haben so viele Barthaare. Also ich habe hier 13 Barthaare. Da wäre es eigentlich Wurst, aber man muss ja jetzt auch nicht absichtlich verkacken. Sag ich mal. Naja, keine Ahnung. So, das nehmen wir mal alles hier hoch. Okay. Das sieht doch einigermaßen gut aus. So. Am nächsten Tag geht es, wie gesagt, zum Bienenland. Da muss ich sowieso nochmal hin, um das genauer zu erforschen. Es könnte allerdings sein, also wir haben ja... Huch, das war nicht die richtige Kiste. Es könnte allerdings schon sein, dass da jetzt sehr viele... Ja, ich sag mal so Bee-Spawner sind. Wenn mich nicht alles täuscht, kommen die ja nach einer gewissen Zeit... Also verwandeln sich ja diese normalen Dinger in so... Ja, so Hornissen-Wespen-Spawner-Teile, die dann quasi die anderen Bienen beschützen. Das heißt, wenn ich da jetzt hingehe, könnte das unschön sein. Ach, ich werde mich jetzt einfach rasieren. Ich glaube, das ist schon die letzte Stufe. Wenn es die letzte Stufe ist, sollte ich 9 Barthaare kriegen. Schauen wir doch mal, wie viel ich jetzt hier bekomme. Werf das mal hier hin. 1, 2, 3. Ja, sind 9. Deswegen ist das okay. Gut, was zu essen? Ja, ich werde mir jetzt die Monster-Lasagne reindrücken. Wissentlich, dass ich Leben dabei verliere. Und Sanity. Ja. So, ess das. Gut, dann können wir uns eigentlich auch gleich healen. Und dann habe ich alles dabei, das ich brauche. Dann werde ich jetzt hier runtergehen zu den Bienen und die Bienen abschlachten. Mal gucken. Ich habe, wie gesagt, die Befürchtung, dass da relativ viele Bee-Spawner sind. Hundertprozentig weiß ich es natürlich nicht. Würde ich mal einfach so schätzen. Und wir brauchen nach wie vor, auch wenn es nicht mehr so aussieht, als ob es kalt wäre, brauchen wir nach wie vor Wärme. Das heißt, ich muss mir da unten wahrscheinlich dann gleich ein Feuer machen oder so. Ja, ich kann hier eigentlich auch durch querfeldein durch den Wald heizen. Ist wahrscheinlich schneller, als dem Weg zu folgen. Das ist ein bisschen komisch gemacht, dieses System. Also wenn man auf dem Weg geht, läuft man ja deutlich schneller. Und wahrscheinlich, also ich weiß nicht, ob der Umweg, wenn man jetzt hier so gehen würde, vielleicht nicht sogar schneller wäre, als den Weg, den ich jetzt laufe. Deswegen fühlt sich das immer ein bisschen seltsam an, wenn man nicht auf dem Weg läuft. Wenn man es denn könnte. Naja. Aber genug gefaselt, jetzt werden Bienen angegriffen, beziehungsweise nicht angegriffen, sondern, ach, die kommen ja nicht raus im Winter, kann das sein? Ja, ich glaube, die kommen im Winter nicht raus, das heißt, ich bin hier quasi, ah doch, hier ist eine.
Aber es sind nicht so viele im Winter, so wie es aussieht. Ja gut, dann wir wollten ja eh hier die Gegend ein bisschen erkunden. Ist mir ganz recht. Oh Gott! Warum? Ist hier so ein Spawner? Nee. Ach, weil ich die Biene aus dem Stock da geklaut habe und das denen hier nicht gefällt oder so, kann das sein? Dann müssten ja hier jetzt auch welche rauskommen. Nee, hier kam nichts raus. Ich verstehe es nicht so wirklich. Also ich brauche, ich weiß nicht, 12 Bienen ist, ich glaube, ich brauche 4 Stück für ein so ein Ding. Und ich habe noch ein paar, also ich habe, weiß nicht wie viele ich habe, also von diesen Honigdingern, aber ich habe da welche, das weiß ich ganz sicher, dass ich da welche habe. Und wenn wir Bienen holen, müssten wir eigentlich auch ein paar Schmetterlinge fangen. Aber davon weiß ich auch gar nicht, ob die im Winter überhaupt rauskommen. Deswegen hätte ich vielleicht tatsächlich noch auf den Sommer warten sollen, bevor ich herkomme. Naja. Aber ich wollte ja eh die Gegend hier mal ordentlich abscouten, deswegen ist es schon in Ordnung. Vielleicht finden wir ja noch irgendwas anderes Interessantes hier. Wer weiß, Rott wollen wir natürlich nicht aufheben, das ist ja widerlichst. Ich hätte gern ein paar mehr Bienen jetzt. Bienen, wo seid ihr? Ah, da unten ist, glaube ich, noch ein bisschen was. Was mir auch aufgefallen ist, ich habe überhaupt nicht McTusk in Sun gefunden und wir wurden auch nicht vom Zyklopen belästigt. Was interessant ist, weil ich dachte, dass sie relativ häufig kommen würden, aber ja, haben wir noch nicht gesehen. Eigentlich ein wenig schade, wobei die mich halt auch leicht hätten killen können. Deswegen ist vielleicht okay, dass wir die nicht gesehen haben. Bin ich mir nicht sicher, ob ich lieber den Zyklopen und McTusk in Sun gesehen hätte und gestorben wäre oder nicht. Mal gucken. Naja gut, jetzt habe ich aber das Ziel, in den Adventure-Modus zu kommen. Das heißt, jetzt würde ich ungern sterben, beziehungsweise, das heißt sterben. Sterben heißt, ja, tatsächlich sterben. Also ich habe ja noch 2 extra Leben quasi, wenn man so möchte. Das heißt, ich sollte jetzt nicht bald oder schnell sterben. Aber die Möglichkeit ist es dennoch da, dass uns irgendwas einfach komplett fertig macht. Deswegen würde ich mich auch gerne ein bisschen beeilen, jetzt in den Adventure-Modus eben zu kommen. Naja, wir werden sehen, wie das klappen wird. Ach, geht's da unten? Nee, da ist nur noch mal Bären. Wir sammeln gerade. Ach, es regnet. Nicht schön. Mag nicht, dass es regnet. Es könnte doch jetzt einfach wieder sofort aufhören zu regnen und es war nur so ein kleiner Nieselregenschauer-Dings. Aber es wird nicht so sein. Es wird wahrscheinlich lange und heftig regnen. Ja, und es ist spät und wir brauchen ein Feuer, ja. Das ist wohl wahr. Aber noch nicht jetzt. Wir haben noch ein bisschen Zeit, ein wenig rumzulaufen. Vielleicht finden wir noch hier irgendwas, außer Karotten und Bärenbüschen. Vielleicht eine Falle oder sowas. Also ich. Es gibt ja so eine Falle, da sind solche von diesen Pferdedingern, die da rumhüpfen dabei. Das wäre vielleicht nicht so schlecht. Dann hätte ich meine Gears schon mal. Dann könnten wir zumindest die Wünschelrute bauen. Das wäre sehr edel, wenn ich jetzt meine Wünschelrute bekommen könnte. Oder irgendwas anderes. Aber ob das passieren wird, weiß ich natürlich nicht. Muss mal überlegen, ich weiß gar nicht mehr, wann wurde ich denn das letzte Mal von den Hunden angegriffen? Ist aber, glaube ich, noch nicht so lange her. Das heißt, ich sollte noch ein bisschen Ruhe haben zumindest. Und hier ist, also ich habe noch keinen Beespawner auch gesehen. Vielleicht liege ich da auch komplett falsch und die sind schon von Anfang an auf der Karte verteilt. Oder vielleicht, keine Ahnung, wenn man die zu oft ärgert oder sowas, dass da Beespawner kommen. Keine Ahnung. Ich könnte die Nacht über schlafen, fällt mir nochmal gerade so auf. Und ich glaube, das werde ich auch machen. Wobei, ich weiß es nicht. Nee, ich glaube, ich werde die Nacht über nicht schlafen. Ich weiß auch gar nicht, ob das geht, wenn es regnet. Das kostet immer so viel Nahrung, wenn man nachts überschläft. Deswegen werde ich es vorerst mal sein lassen. Muss aber auch gleich aufpassen, dass ich genug Holz und Zeug habe. Gar nicht mal so einfach. Oh Gott. Oh. Herzangriff, boah, das war aber gar nicht mal so unknapp neben mir hier. Das hätte auch daneben gehen können. Ich weiß auch gar nicht, ob das einen instant killt oder so. Oder nicht, das wäre, naja, das wäre nicht lustig. Das wäre mal schön zu wissen. Ah, da oben ist ja nur Grasland, dann
Wenn ich jetzt gleich irgendwo ein Feuer mache, dann kann ich ja in der Nacht gar nichts machen. Das wäre nicht so geil. Naja, egal. Ich muss jetzt aber ein Feuer machen, sonst bin ich gleich tot. Ja, lauf noch schnell, Wilson. Lauf, 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 lauf. Ja, ich muss ein Feuer machen, sonst wird es gleich dunkel. Und darauf habe ich keine Lust. Ich könnte in der Zwischenzeit mal ein paar Blumen sammeln. Ich werde meine Bienen ja sowieso in der Nähe meines Lagers irgendwo ansiedeln. Deswegen, und das muss ich ja mit Schmetterlingen machen. Deswegen ist es ja hier egal, wenn ich hier den Bienen die Blumen klaue, sag ich mal. Behaupte ich einfach mal. Und es hilft gerade meiner Sanity, die nicht allzu pralle ist. Ach ja, es regnet, da müssen wir natürlich besser darauf achten, dass unser Feuer nicht ausgeht. Das wäre nämlich jetzt gerade nicht sehr schön. Ach, und wir könnten hier auch Glühwürmchen fangen. Warte mal, wie ging denn das nochmal? Ah, mit Spacebar. Ach, und es schneit wieder. Ja, das ist immer sehr komisch. Also gerade hat es noch geregnet und jetzt fängt es auf einmal wieder an zu schneien. Entscheide dich doch mal, Spiel. Die Glühwürmchen, die ich gerade gefangen habe, werde ich später in meinem Lager neu integrieren. Deswegen ist dieses Netz hier auch so cool, weil man damit eben Licht dazu bekommt. Damit kann man dann halt das Licht seines Feuers so ein bisschen erweitern. Also wenn man nur und die bleiben auch da, wo man sie wieder hinwirft, was eine ziemlich coole Sache ist, dann kann man sein Lager so ein bisschen gratis ausleuchten, wenn man will. So, ich mach mal hier ein bisschen mehr Fuel rein. Oh, ich weiß nicht, ob ich hier die angreifen soll oder nicht. Ich brauche halt noch ein paar mehr Waben eigentlich. Ich werde die gleich mal angreifen. Die sind nicht sonderlich schlau in der Regel. Nein, was mache ich? Was mache ich für einen Käse? Das wollte ich nicht machen. Ich wollte eigentlich das Ding hier angreifen und nicht die nächstgelegene Biene. Und warum treffen die mich? Die waren einen Kilometer weg. Die waren echt einen Kilometer weg. Keine Ahnung, was ich da gemacht habe. Ich habe schon wieder die Hölle auf mich herunterbeschworen quasi. Greif das an. Ja, greif es nochmal an. Ah, es reicht immer noch nicht. Da fehlen noch ein paar Hits. Dann ist es auch weg. Und jetzt haben wir wieder... Ist das denn die Möglichkeit? Da oben sind Schmetterlinge. Dann haben wir quasi wieder Sommer. Oh Gott. Ja, fangen wir den Schmetterling hier. Hab ja eh nichts Besseres zu tun. Ich werde ja nur von einem Mob wütender Bienen verfolgt. Oh mein Gott. Geht doch weg. Ich hab euch doch nichts getan. Okay, das war gelogen. Ah, endlich. Nein! Heb das doch auf. Du sollst nicht angreifen. Ja, schmeiß das weg. Ach Gott. Viel zu hektisch schon wieder. Geht doch weg. Ich will nur noch meinen Rucksack und dann bin ich ja auch schon weg. Nimm den Rucksack mit, Mann. Alter, mach's doch nicht so spannend hier. So. Wenn ich jetzt eh schon hier bin, kann ich ja gleich mal noch ein paar Schmetterlinge fangen. So, zwei. Die werden sich hier hoffentlich gleich beruhigen. Drei. Und es ist tatsächlich schon wieder Sommer. Also es scheint zumindest so. Ich fange da nochmal schnell vier Bienen. Ach, ich muss acht Bienen fangen. Wenn überhaupt, sonst macht's keinen Sinn. Ich will noch mal 8 Bienen, also. Das mache ich noch schnell. 1. Geh doch weg. 2. Komm her, ich brauche dich. Oh Gott, oh nein, oh Gott. Oh, geht weg. Komm her, ja, sehr schön. Ja, aber die können mir eigentlich nichts. Ich bin ja glücklicherweise schneller als sie sind. Und es ist endlich wieder Sommer, beziehungsweise, naja, noch nicht so wirklich irgendwie. Aber bald halt, naja. Das ist so lustig, wie die dann rausgeschwärmt kommen, die Armada an Bienen. So, wie viel brauche ich denn noch? 2 Stück, dann kann ich 3 Bee-Boxen bauen. Komm her. Ach, Mann, nicht geschafft. Geht weg. Na, ich kann auch noch 2 Schmetterlinge fangen, deswegen mache ich das mal direkt. Ach, der ist noch hier. Fang ihn doch. Und den da auch. Fang den Schmetterling. Tu es einfach, Wilson. Okay. Bienen. Ah, hier, die brauchen wir. Komm her. Dich will ich haben. Genau dich. Und dich. Und jetzt ist mein Ding kaputt. Perfekt. Ja, irgendwie ist die Bienen, die Hitboxen der Bienen sind irgendwie komisch. Da bin ich mir immer nicht so sicher. Also, wie das so wirklich funktioniert.
Naja. Oh, ich würde sagen, es war genug Action für eine Folge. Ich werde den Part hier mal beenden. Nächstes Mal geht's dann weiter, wenn wir die B-Boxen wahrscheinlich wieder aufbauen. Irgendwann werde ich auch nochmal hier hingehen, aber nicht in allernächster Zukunft. Ich werde wahrscheinlich mich eher mal in diese Richtung bewegen und hier mal und hier noch so ein bisschen erkunden im nächsten Part, wenn es noch passt. Also ich werde erstmal jetzt B-Boxen aufbauen in meinem Lager, Holzdinger fällen, solche Sachen machen. Aber wahrscheinlich in einer der nächsten Folgen werde ich noch mehr erkunden der Karte. Ich will ja unbedingt mal in den Adventure-Modus, aber bisher haben wir dann noch nichts gefunden. Etwas schade, aber vielleicht in einer der nächsten Folgen schon bald. Damit sage ich tschüss und bis zum nächsten Mal.